want me to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration. 650 Follower, Leute, vielen, vielen, vielen Dank. Und damit, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal neues Team der Woche. Wir haben wieder einen spannenden Game Day und wir haben die falschen Belohnungen auch, so wie den Adventskalender. Wir müssen uns noch das 99er Set anschauen, die ganzen Game Day Karten, wie sie gestiegen sind. Einiges zu machen, los geht's, noch den Content. Schauen wir uns mal Level 15 von der Suche nach 99er, was wir da haben. 20 Objekte müssen wir abgeben. Heißt, hier sind es 10 Goldspieler, nochmal 10 von den XP Connectables für ein X-Factor Profi Choice Pack. Also doch ein bisschen leicht zurückgerudert, was die Kosten angeht für die ganze Geschichte. Nachdem es ja, wie ich schon im letzten Video so erwähnt habe, echt teuer geworden ist. Gucken wir, was hier drin ist. Da X-Factor natürlich untauschbar. Ja, McDavid oder KMAK würde ich natürlich nehmen. Sonst fehlt mir keiner wirklich ein. Johnny McAvoy definitiv nicht. Auch nicht. Und Rasmus Andersen ist recht nicht. Ja, Wandern ist Choice Pack. Können wir vielleicht auch wieder irgendwann die Tage zumachen. Fangen wir erstmal mit dem Adventskalender an. Da habe ich noch mal ein Power-Up Collectible drin. War ich recht glücklich drüber. Von dem her ist ja, bin ich guter Dinge, dass da auch was Gutes drin sein kann. Auch wenn es meistens so ist. Aber zumindest könnte. Ja, heute nicht. Schauen wir mal zur Auflösung vom letzten Game, da ging es ja, wer einen Check macht, geht um plus 1 hoch. Da haben wir Lauson mit 5 Hits, heißt die Karte ging auf 87 hoch, 4 Hits für Joshua, deswegen auf 86. McCabe mit 2 Hits, Costa hat nicht gespielt. Gucken wir gerade nochmal eine schlaue Liste. Anderson mit 2 Hits, ist auf 84 hoch, Clifton 0 Hits und Nösen mit 2 Hits, also auch auf 84 hoch. Das neue System, was aktuell drin ist, ist nochmal interessanter, schauen wir uns klären. Da haben wir gleich zu Beginn 83er Karten und die gehen hoch mit jedem Schuss, den sie abgeben. Also ein Schuss ist plus 1. Wir haben Ekholm, Verhaeghe, Uyghur, Essiemont, Ehlers, Miles Wood, Smith, Bertuzzi, Matheson und Brock Nelson. Das sind da die Spieler dazu. Wir gucken uns mal an, wie viele Schüsse die im Spiel im Schnitt so machen. Beziehungsweise wie die auch noch, wie die Kosten dafür sind. Zu finden ist das Ganze in den Captain Sets. Da gibt es einen Game Day und jede Karte kostet 7 von den Hood 24 Collectibles. Also roundabout 21.000 Münzen, wenn man 7,83er nimmt, da kostet einen ungefähr um die 3.000. Also da sind wir, wenn man bei 21.000, was so eine 83er kostet, das ist ein hoher Investment. Schauen wir mal, wie viele Schüsse die Spieler im Spiel im Schnitt abgeben. Die meisten Schüsse in dieser Saison, die Brock Nelson in einem Spiel gemacht hat, waren gegen Edmund Oilers am 13.11. waren 10 Schüsse, davor hat man 8 und sonst immer 5 oder 4. Also Chance da, dass die Karte auf über 90 geht sogar, aber so im Schnitt würde ich mal sagen, macht er um die 4 Schüsse. Heißt, wenn man bei einer 87er Karte. Eine 87er für 21.000 Münzen Investment eigentlich soweit okay. Bei Mike Matheson, die meisten Schüsse war einmal gegen Montreal im Anfang November, waren 6 Schüsse, sonst haben wir 3x5 gehabt, ein paar Mal 4, 3, 2, viel 2. Also da würde ich auch sagen, im Schnitt 3 Schüsse. Wären bei einer 86er Karte für 21.000 wäre auch noch okay, aber eigentlich würden wir ja schon mehr haben, als man investiert. Das höchste von Tyler Bertuzzi waren 7 Schüsse, war auch gegen die Red Wings, gegen sein Ex-Team, dementsprechend wahrscheinlich viel Eiszeit bekommen. Da haben wir 2x5, 2x4 und sonst sind es 3 oder weniger, also auch hier so im Schnitt 2 bis 3 Schüsse, ja. Riley Smith hatte einmal 7 Schüsse gegen die Washington Capitals, davor 2x4 und dann auch viel 3er, 2er, ja, auch hier wären so die 2 bis 3 Schüsse eigentlich so das Logischste. Bei Miles Wood auch die meisten Schüsse erst vor kurzem gewesen gegen die Flyers. Waren 5 Schüsse davor, haben wir 3x4 Schüsse, viel mit 3, paar mal 2 und dann haben wir Haufen mit 1 oder und 2 Spiele sogar mit gar keinem Schuss. Trotz einer guten Eiszeit. Also auch da reines Lotto-Spiel. Nikolai Ehlers, einmal 7 Schüsse, einmal 6 Schüsse, einmal 5 Schüsse, 3x4 Schüsse. Sonst waren es auch immer so um die 2 bis 3. Hier haben wir auch 1 und auch 2 Spiele komplett ohne Schuss aufs Tor. Michael Isimov fragt, schimpft mich nicht, wenn ich ihn falsch ausspreche. 2x6 Schüsse, dann nochmal 2x4 Schüsse, sonst auch 3, 2, 1 und sogar 4 Spiele komplett ohne Schuss aufs Tor. Mackenzie Uyghur mit 8 Schüssen, das war sein Bestes dieses Jahr davor, haben einmal 6, 3x5 Schüsse, 4, 4, 3, 3, 3, also auch tippe ich mal so auf die 3 Schüsse, dass der aufs Netz bringen wird. Carter Verhaeghe, einmal 7 Schüsse, davor 3x6 Schüsse, einmal 5, ein paar mal 4,
Also auch die Chance, dass der vier, fünf Schüsse aufs Tor bringt, wäre ich, glaube ich, nach Nelson aktuell der sicherste Kandidat. Matthias Ekholm, zweimal fünf Schüsse, dreimal vier Schüsse, danach drei, zwei und noch weniger. Bei Verteidigern denken wir noch einen Tick schwerer, weil da halt doch viele immer dann den Puck noch abfälschen und dann das nicht als Schuss für den Verteidiger gewertet wird. Deswegen, also Nelson und Werheggy wären jetzt so mehr oder weniger an die Kandidaten, wo ich denken würde, gerade wenn man an Setfoto auch denkt. Also auf jeden Fall ein spannenderes Format als nur das mit wer gewinnt, geht um plus eins hoch. Ich hoffe ja doch, dass sie früher oder später wieder zum alten System zurückkommen, wo dann eben auch eine Vorlage zählt, ein Schuss, ein Blocken, Checken, Tor und irgendwie alles, dass die Karte auch wirklich so richtig steigen kann. Neulich habe ich noch danach geschrien, jetzt gab es doch die Meilensteinkarte für Duchesne und Hedman für ihr tausendstes Spiel, auch Tavares mit seinem tausendsten Punkt und Clutterbuck ebenfalls eine Karte bekommen, eine 82er für 1000 NHL-Spiele. Viktor Hedman, schauen wir uns mal genauer an. Die Karte ist echt interessant. 88er rechter Verteidiger von Tampa Bay, 2,1 Meter groß, 111 Kilo. Two-Way-Verteidiger, Schussboost, Donnerschlag, Kreisel und goldenes Shutdown. Also, gerade mit Kreisel bei nur 86 Beweglichkeit kann es natürlich nochmal Wunder wirken. 97 Beschleunigung, 97 Tempo, klar nicht der schnellste. Auch die Schusspräzision, nur weil es bei 80, dafür die Kraft bei 91 und 89. Offensiv ist dann bei 89, Defensiv ist dann bei 93, Bodychecking ist bei 88. Also, an sich eine gute Hetman-Karte kann man auch länger spielen, auch wenn man den kleinen Fling daneben stellt. Dann haben wir mit Nick Delorier, Rob Ray, Curtis McDermott, Marty McSorley, Ryan Reeves und Bob Prober noch neue Prototypes-Karten bekommen. Da ist das Bodychecken jeweils bei 99, Aggression bei 99, Stärke bei 99 und das Kämpfen bei 99. Also gerade wenn man ein Thementeam von einem bestimmten Team jetzt irgendwie machen will, ich glaube, so gute Karten kommen nie wieder von den Spielern raus. Deswegen gerade für Fans eine Empfehlung, aber die werden auch schwer zu kaufen sein. Dann noch ein paar Live-Moments-Karten von gestern und heute. Erst ist der 88er Mikko Rantanen von meiner Avalanche. Rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 97 Kilo. Scharfschütze, Spielaufbau-Boost und darunter noch der Schuss-Boost. Schnapp-Schnapp, One-T, Goldene Urgewalt. Also auch rein bei den Maß mit Goldene Urgewalt können nochmal ein Tick perverser werden. 97 Beschleunigung, 97 Tempo, klar nicht der schnellste. Schuss ist im hohen 80er-Bereich, aber eben da auch die Synergien dabei, wo das ein bisschen hochbringt. Hände kriegt man sogar mit Synergien im mittleren 80er-Bereich. Bodychecking ist bei 81, Agilität bei 81, Widerstandsdicke bei 82. Also ich hatte die 87er vorher, war mir der eigentlich recht zufrieden, habe den ewig lange im Lineup gehabt. Der war aber genauso schnell, also der sollte preislich auch erschwinglicher sein als die 88er. Genereller Tipp noch, wenn da von irgendeinem Spieler eine neuere Karte rauskommt, dann wollen die immer viele haben. Der Preis ist im Auktionsrecht recht hoch und viele hauen die Vorgängerkarte, die nicht wesentlich schlechter ist, für weniger Kohle raus, als sie eigentlich wert ist. Also da auch immer mal einen Blick auf die ins Auktionssatz werfen. Dann gibt es, glaube ich, wenige Spieler, die bisher mehr Live-Moments-Karten bekommen haben oder Karten bekommen haben im Spiel als Noah Dobson von den Islanders. Linker Verteidiger, 1,93 groß, 88 Kilo, Two-Way-Verteidiger und Schussboost. Dazu Shutdown, Eisklotz, goldene Wärmesuche. Wär mir der goldene Shutdown lieber gewesen, aber trotzdem klasse Karte, 88 Beschleunigung, 88 Tempo. Außer nur bei 82 kann man aber mit Synergie ein bisschen nach, immer 85. Auch im Schuss kommen wir in den hohen 80er-Bereich rein, was die Präzision angeht, 92 Kraft. Offensiv geht er für 98 hoch, Bodychecking bei 88, Widerstandsdicke bei 86, 93, Defensivbewusstsein auch eine klasse Karte von Noah Dobson, wieder mal. Dann haben wir eine 89er Karte von Austin Matthews, der sich ja so langsam zuerst seinen Groove wieder findet. Ein Center, der auch im rechten Flügel spielen könnte, 1,91 groß, 94 Kilo, Scharfschütze, Schussboost oder Tempoboost, was natürlich toll ist, wenn man das hier ankriegen würde. Superstar-Fähigkeiten, One-T, Urgewalt und der goldene Scharfschütze. Auch da kann man sowohl die Urgewalt als auch den Scharfschützen anmachen für 4 Punkte. 88 Beschleunigung, 88 Tempo, 88 Phaser-Rating, also kann man sowohl so oder so einsetzen. Präzision im Schuss von Haus bei 95, kriegt man auch mit Synergie noch dementsprechend auch perfekt hoch. Hände im 90er-Bereich, Bodychecking sind bei 83, auch Offensivbewusstsein geht auf 98 hoch, Defensivbewusstsein bei 88 ein bisschen wenig, aber trotzdem gute Karte von Austin Matthews. Sein Teamkollege, der 89er Mitch Marner, linker Flügelspieler, 1,83 groß, 82 Kilo, spielmachender Angreifer, flinker Individuals Boost und Schussboost. Dazu mega Ablenkung, Kreisel und goldener Nahkampf, würde ich hier fast schon zwingend anmachen, Alexa. Wir haben 93 Beschleunigung, 91 Tempo, 86 Ausdauer, auch der Schuss hier von der Präzision von Haus bei 92, kann man nicht mehr viel machen, ne. Die Kraft sind wir bei 88, die kriegen wir die Hände mit Synergie in hohen Bereich, sogar Richtung perfekt hoch. Bolchek bei 77, Widerstandsfähigkeit bei 84 ist auch in Ordnung. Sender kann nicht spielen, damit seine X-Factor-Karte auf 89 upgradebar. Kostet dann aber zwei Power-Up-Collectibles und wir kriegen aktuell noch nichts dazu. Erst ab Rang 7 haben wir ja schon den Checking-Boost.
Dann, ich glaube, die dritte Woche in Folge eine Live-Moments gerade von Quinn Hughes von den Vancouver Canucks. Also, ich sage noch mal Team of the Year. Rechter Verteidiger, 87 groß, ne, 1,78 groß, machen wir mal nicht größer als er ist. 82 Kilo, Offensivverteidiger oder Two-Way-Verteidiger, Schussboost oder Defensivboost, Kreisel, Wärmesuche, schneller Pick und goldenes außerkornes Vorbild. Also, welche denn beim schnellen Pick würde ich auf jeden Fall anmachen. Auch Kreisel kann man ja machen, auch wenn er eh schon bei 97 Beweglichkeit ist. Beschleunigung und Tempo bei 96. Schuss hapert es ein bisschen. Sind wir nur im hohen 80er-Bereich, kann man natürlich auch mit Synergie noch nachhelfen. Hände, auch da geht es Richtung perfekt langsam. Bodychecking 84, Widerstandsticker bei 86. Und defensives Zimmer 91. Aber klar, mehr nach vorne als nach hinten. Auch hier wieder Klassiker von Hughes. Und X-Faktor auf 91 upgradebar für 3 Power-Up-Collectibles. Dann haben wir eine neue Plays of the Year-Karte von Connor Bedard. Ich habe keine Ahnung, was er dafür gemacht hat. Center von den Chicago Blackhawks, 1,78 groß, 84 Kilo, Scharfschütze, Schussboost oder Tempo-Boost. Dazu noch Puck am Faden, Kreisel, goldener Schnapp-Schnapp. 89 Beschleunigung, 89 Tempo, 78 Ausdauer, das ist halt schon echt wenig. Schuss im niedrigen 90er-Bereich, Hände sogar kann man mit Synergie auf dem mittleren 90er-Bereich hochkriegen. Aber gut, kriegt man Schuss auch. Bodycheck ist bei 78, Widerstand bei 88, auch toll alles. Wäre mir allerdings trotzdem noch die Next-Gen-Karte viel lieber von ihm. Dann haben wir mit Carey Price, Charlie McAvoy, Sebastian Aho und Eric Lindros neue Hood-Champs-Spieler, die man von 82 bis ab 88 upgraden kann. Schauen wir mal, wie man die Spieler machen kann. Also ihr braucht in den Hood Champs Sets jeweils 3 Hood Champs Collectibles, dann könnt ihr euch die 82er Basiskarte machen. Die geht es dann erst für 10.000 Münzen, um dann für 9 Power-Up Collectibles abzugraden auf die 88er Endstufe. Der 88er Charlie McAvoy hier von Team USA, ein linker Verteidiger, 85 groß, 95 Kilo, Synergien haben wir Two-Way-Verteidiger und Defensiv-Boost, dazu noch Wärmesuche ab Stufe 4, Kreisel ab Stufe 7 und ab Stufe 5 gibt es das goldene Shutdown, das ist schon mal sehr tolles. 91 Beschleunigung, 91 Tempo, Ausdauer ist bei 92, Schuss im mittleren bis hohen 80er-Bereich, kann man immer wirklich viel nachhelfen. Hände im mittleren 80er-Bereich, dafür geht das Offensivbewusstsein auf 93 hoch. Bodycheck bei 87, Widerstandsfähigkeit bei 85, Defensivbewusstsein auf 99 perfekt hoch an sich. Eine gute Karte von McAvoy. Sebastian Aho hier aus Finnland ist sein Center oder eher rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 84 Kilo, Scharfschütze und Schussboost, dazu noch Schnapp-Schnapp, grandiose Rückhand und goldene Kreisel. 93 Beschleunigung, 93 Tempo, nur 85 Phaser-Rating, deswegen eindeutig auf dem rechten Flügel einzusetzen. Beweglichkeit ist bei 90, fast ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Ausdauer ist bei 90, Schuss vom Handgelenkschuss, die Kraft und Präzision bei 92, der Schlagsieb jetzt bei 88. Natürlich auch ein bisschen nachher mit Synergien noch, Hände im niedrigen 90er-Bereich, Bodycheck ist bei 80, Widerstandsfähigkeit bei 88 und wie gesagt 85 Battle Rating wäre jetzt für mich nicht der optimale Center. Dann aus Team Kanada der 88er Eric Lindros. Habe ich eigentlich gedacht, dass er dieser, wenn jetzt sogar der nächste Teambuilder wird. 1,93 groß, 109 Kilo, Power Forward, Schussboost, Kreisel, silberner Blitzstart, goldene Urgewalt, sehr nice. 90 bis 90 Tempo, die Größe auf jeden Fall optimal, wenn man bedenkt, der Aho war ein bisschen schneller, aber ist auch ein bisschen kleiner. Schuss im hohen 80er-Bereich, niedrigen 90er-Bereich, Hände im hohen 80er-Bereich, 90 Phaser-Rating, also kann man definitiv bauen und sich einige Zeit am Center spielen lassen. Und ebenfalls aus Team Kanada der 88er Carey Price. Ein Torwart natürlich, 1,91 groß, 98 Kilo, Defensivboost, Spielaufbauboost, Pfosten und Pfosten, Schmetterlingseffekt, goldener Showstopper. Auch noch keine Erfahrung damit, ehrlich gesagt. Hanjo ist bei 89, Hanjo tief bei 89, Pokecheck bei 90, Passen bei 85, Tempo ist bei 95, Beweglichkeit bei 95, also auch wieder Aggressivität bei 59, also rein auf Papier her. Eine klasse Goalie-Karte. Ich würde allerdings hier keine Power-Up-Collectibles von den Goalie investieren. Geht es nur mir so oder haben wir gefühlt seit Wochen keine neuen Moments mehr bekommen? Also fast ein bisschen schwach. Auch die Historic Moments waren vom Anfang an 2 Stück drin, da hat sich nie wieder was getan. Fast ein bisschen schade. Nur mal gleich die Rivals-Belohnung ab. Vielleicht sind die ja wieder falsch. Ich guck mal rein. Ja, sind wieder falsch. Ich war nur im, ich glaube, Silver. Nehmen wir das Ultimate Pack, natürlich. Und auf dem zweiten Account holen wir auch gleich die Belohnungen ab. Auch hier haben wir für Division, ja, das waren noch 4, ich bin mittlerweile in die 3 aufgestiegen. Haben wir aber auch die Ultimate-Belohnungen, machen wir alles dann noch am Schluss auf. Also echt mal ein Bug, kann gerne so weitergehen, wobei die Sortierung diese Woche wieder aktuell oder richtig scheint. Bevor wir aber zu den Belohnungen kommen, schauen wir uns das neue Team der Woche an. Wir haben hier Vasilevskiy gefeatured, also wird er sicher mit dabei sein.
Ja, und sonst eher ein bescheidenes Team der Woche. Wir haben Gabe Klaassen, Steven Ore, haben wir letzte Woche genauso, Jasper Bratt. Und dann geht es schon runter auf 84, Thomas Hertl, meine 84er gerade, dass zumindest die X-Faktor mal überhaupt upgradebar ist, was das erste Mal upgradebar. Sam Reinhardt, Landis, Ruchicka, Veaux, Palf, Manninen und Bradford. Ich kenne davon gar keinen. Schauen wir den Verteidiger mal rein, ob da was Besseres dabei ist. Dann mal Evan Bouchard, der auch Karten wie kein anderer kriegt, ehrlich gesagt. Josh Morrissey, schauen wir uns gleich an. Martinen, Vince Dunn, Odegaard und Eric Flood. Also der beste DEL-Vertreter bekommt eine 84er Karte. Okay, schauen wir uns Josh Morrissey an. 89er Karte von Winnipeg, rechter Verteidiger, 1,83 groß, 84 Kilo, Offensivverteidiger, Beschleuniger-Boost oder Tempo-Boost. Das können alles recht nice werden, diese ganzen Beschleuniger- und Tempo-Boost. Wenn wir einmal die Team of the Year-Karten haben, da kriegen die manche wahrscheinlich wieder drei Stück davon. Sowas hat wir gerade sehendes Auge, Schläger hoch, goldene Kreisel auch eigentlich Sachen, wo man anmachen kann. Also Kreisel kann man anmachen, sehendes Auge, Schläger hoch mit 1,83 ist ja zu klein. 89 Beschleuniger, 89 Tempo, aber klar, man würde hier auf 91 jeweils hochkommen, wenn man die Synergie ankriegt. Schon im hohen 80er-Bereich. Hände im hohen 80er, sogar im mittleren 90er-Bereich. Kann man auch irgendwas machen sogar. Die ging natürlich wieder bei 86, wie immer bei Verteidigern. Bodycheck ist aber bei 87, Willisfähigkeit bei 79, auch ein bisschen wenig. Offensiv ist dann bei 93 und defensiv ist dann bei 90. Ja, okay, ja, gab es schon bessere Karten. Goalie ist einmal Thomas Suchanek und ein 86er Wasilewski. Ich glaube, war schon Papayan hat eine Basis gerade schon bei 86 gehabt. 1,93 groß, 100 Kilo, Spielaufbau-Boost, Defensiv-Boost, Schmelling-Effekt und goldene Pfosten zu Pfosten. Irgendwie jetzt, glaube ich, die drei gleichen Fähigkeiten wie die Basiskarte im NHL 22. Ja, Handschuh-Tief ist bei 91, das ist schön. 69 Aggressivität, fast ein bisschen viel. Also, wer mit Wasi-Karten klarkommt und vielleicht möglicherweise noch seine Basiskarte oder die 85er im Einsatz hat, der wird dann der auch Spaß haben. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Wasi-Karten. Frag mich aber trotzdem, wie das hier einen Gesamtwert von 90 haben soll, wenn die Hälfte der Spieler 84 ist und der Beste 89. Aber gut. Mach mal unsere viel zu guten Belohnungen auf. Wie gesagt, zweite Woche in Folge, wo dieser Bug drin ist, dass man immer die Ultimate-Sachen kriegt. Zwei Jumbo-NHL Profi-Packs und zwei Ultimate-Packs. War alles untauschbar, aber zumindest gerade Richtung Team of the Year gesehen, gutes Futter wahrscheinlich. Los geht's. So, Pull. Wüsste ja eigentlich gar nicht, was ich brauchen konnte. Eigentlich brauche ich wirklich nur Spieler. Ryan Reeves, okay. Sehr schön, 88er. Können wir uns fast mal angucken, den Reeves, oder? Nicht mal schlecht mit 88 Beschleunigung, 88 Tempo, wo man auch 90 Tempo kriegen würde. Bodychecken und Stärke und Aggressivität und Kämpfen und raus bei 99. Also würde ich vielleicht sogar mal eine Chance geben, spielen zu lassen. Und weiter geht's. Nächstes Jumbo-NHL Profi-Pack. Samsonov. Gerade schon gehabt. Immer haben wir zwei Spieler von einem Team am Stück, kann das sein? Mit der Calgary. Buffalo, Raymond, Tavish, haben wir gerade auch schon gehabt. Teräväinen, Frankie, Klingberg und Matt Roy. Wollen da direkt erstmal die Teambuilder-Sets schon vorplanen fürs nächste Mal, dann für in 2 Monaten. Gerade die untauschbaren Geschichten. So, Ultimate Pack 2 Stück. Da haben wir noch einen Zweit-Account. Mein vergessen. So, okay, wir bringen uns gar nichts. Ace. Kutz. Elas, okay. Schon mal gut, so eine zu haben, auf jeden Fall. Ohne was investieren zu müssen. Monahan. Risateri. Hertl. Tyson Barry. Hat auch schon gehabt. Kopita 83, gut, nehmen wir so. Und nochmal einer von den Kollegen. Ja, die Ziele haben wir schon durch, aber kann man ja trotzdem zum 85er noch machen. Als letztes Pack oder vorerst letztes Pack. Granlund, 83er Burns. Warum hat der jetzt hier keine lila, weil keine orange Wolke, verstehe ich nicht. Onek. 84er Ovi, gut. Wieder Raymond. Wieder McCabe.
Bonk. Bock, sorry. Robert. Brinket. Nicoiche. Nochmal einen von den Kollegen. Und Thomas Scholl. Aktuell hier keinen großen Bedarf, irgendwas zu tauschen. Klar, wenn Brisbois und Nieuwendijk nochmal rausfliegen, aber ich denke mal, bis zu den Teambildern spiele ich die mindestens noch. Schauen wir mal auf meinen zweiten Account, da schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Auf meinem zweiten Account sind wir nämlich mit diesem Team in die Division 3 aufgestiegen. Kriegen aber hier noch die Belohnung von Division 4, da haben wir letzte Woche angefangen. Zwei Mega-Profi-Packs und zwei Jumbo-Elite-Profi-Packs. Auch viel zu gute Sachen, als wir eigentlich uns erspielt haben. Aber gut, nehmen wir so. Ich glaube, ich habe um die 3000 Punkte gehabt. Zumal wir ja auch Thomas Hertl upgraden müssen. Wir haben uns gerade untauschbare Nicht-NHL-Spieler. Ganz gut weiter. Und die haben wir ja gefühlt nur. Jenny Rykowski, okay. Die nehmen wir auch so. Habe ich zumindest den Amanda Kersley, habe ich zumindest Quinn Hughes auf 86, die Prototype-Karte in der Hoffnung, den eben noch eintauschen zu können später zu Team of the Year. Wenn es dann soweit ist. Wenn es auch so kommt. Weiß mir auch nicht. Okay, auf jeden Fall viel Futter für Power-Up-Collectibles. Sehr schön. Und Jenny Rykowski. Das gleiche gerne nochmal. Ah, geht so weiter. Scagliozzi, gut. Jarvis. Robert Thomas ist, glaube ich, der neue Zahnlückenmensch hier. Also wir haben so viel Robert Thomas gezogen. So, noch zwei Jumbo Elite Propis Packs mit mindestens 18 mal 80 plus. Slavin. Sammy G. Ah, Riley Smith haben wir schon zwei, zwei verschiedene Accounts, untauschbar, aber wir haben zumindest mal was von den Kollegen. Und das Gary Carlson, gut. Kümper, Barley, Ranta und Reinstrom. Der, glaube ich, erstmal suspendiert, so wie ich das gehört habe. Gleich hier nochmal. X-Factor Pack haben wir auch noch von den Geschichten da neulich vom 99er Set. Okay. Ruby, 83er. Gut, sehr schön, zumindest ein DEL-Vertreter. Chetkov, Nick Paul und nochmal Michael Murch. Die drei Kollegen sind noch im X-Factor Choice Set drin. Ich warte erstmal ab noch. Ich habe aktuell weder die Ressourcen noch das Belangen, jetzt irgendwann zu nehmen. Klar, Hughes wäre die logischste Variante. Eichel mit dem Custom Stride auch eine Option. Deswegen, ich habe es nochmal zugelassen. Warten wir mal, was da die Tage noch kommt. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angelangt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, macht es für die 650 Leute vor euch. Abonniert meinen Kanal, schaut auf meinen Discord-Channel vorbei. Und da sehen wir uns die Tage, wenn wir dran denken. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.